Reifen wechseln, Zahnriemen austauschen, Ölstand prüfen. Kein Problem für Erin, Jedmir, Dennis und Christos. Die vier haben sich schon immer für Autos interessiert. Dennis hat sogar eine ganz besondere Leidenschaft. Bei mir ist es halt so, dass ich mich damals schon immer für Tuning interessiert habe. Und es ist halt so, wenn Veränderungen am Auto, zum Beispiel eine Tieferlegung oder zum Beispiel Radlauf breiter machen oder halt Motorleistung, das interessiert mich halt am meisten. Eine gute Grundlage dafür legt er nun mit seiner Ausbildung zum Autofachwerker. Eine Besonderheit gibt es allerdings. Dennis und die anderen machen ihre Ausbildung beim Anna Hagmeier Generationenhaus, das insgesamt 180 Jugendliche mit Lernschwäche und Verhaltensauffälligkeiten fördert und ihnen eine Berufsausbildung ermöglicht. An zwei Tagen pro Woche arbeiten die Autofachwerker in der Lehrwerkstatt des Flughafens Stuttgart mit. Hier lernen sie gemeinsam mit den Azubis des Flughafens und führen selbstständig einfache Wartungsarbeiten und sogar kleinere Reparaturen durch. Unterstützt werden sie dabei vom Ausbildungsmeister des Anna Haag-Hauses, Christian Lederer. Die Lehrlinge sind in dem Jahr, wo das jetzt läuft, wirklich stark gewachsen, haben sich persönlich super weiterentwickelt, haben auch im gemeinsamen Umgang mit den Lehrlingen natürlich einen großen Schritt gemacht, fühlen sich hier auch super angenommen, arbeiten mit denen gut zusammen, sind auch echte Freundschaften entstanden zwischen den verschiedenen Auszubildenden. Eine Kooperation, von der beide Seiten profitieren. Die Lehrlinge des Flughafens geben ihr Wissen gerne weiter und vertiefen so gleichzeitig ihre eigenen Kenntnisse. Beliebtes Anschauungsmodell, der Lehrwerkstatt eigene Porsche. Oftmal war es dann auch noch so, da haben sie dann noch Fragen gestellt, da habe ich gesagt, oh, da muss ich jetzt passen, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Habe mich dann darüber noch natürlich schlau gemacht und konnte denen dann beim nächsten Mal sagen, also passt mal auf, da ist es so und so. Und wenn ich jetzt halt über irgendwelche Sachen zum Beispiel Kenntnis gebracht habe oder so, wie hier zum Beispiel über den Panamera, dann macht mir das natürlich auch Spaß, denen vom Anna Haag was das zu erzählen. Die Jungs haben auch schon eine Vorstellung, wie es nach der Ausbildung weitergehen soll. Und Dennis hat sogar schon ganz konkrete Pläne. Wenn es gut läuft, in eine Firma reinzukommen, wo man halt Tuning macht. Wenn ich meine Ausbildung geschafft habe, würde ich mich gerne irgendwo in einer Arbeitsstelle bewerben und dann halt an Autos arbeiten. Ich werde auf jeden Fall als erstmal Arbeit suchen. Dann arbeiten und mich weiterbilden. Wir sind halt wirklich dran fixiert, dass wir auch die Ausbildung schaffen. Und zwar insgesamt als Gruppe, nicht nur ich alleine. Nach den bisherigen guten Erfahrungen stehen den vier Jungs nun noch weitere zwei spannende Jahre in der Lehrwerkstatt des Flughafens bevor.